Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir ja die Emerfrucht besorgt für diesen Kind hier, für dieses Kind, dessen, mein Gott, Mutter krank ist. Und ja, das war, fand ich jetzt nicht so schön, das war ein bisschen langatmig und ja, die Tiere haben eindeutig Probleme. Jedenfalls, Emerfrucht hier. Hier ist die E-Mail-Frucht. Wie versprochen, bring sie deiner Mutter. Jetzt lass mich in Ruhe. Vielen Dank. Sie sagen, Menschen seien rücksichtslos. Aber ihr seid anders. Vielen, vielen Dank. Hier, das ist für euch. Metallsphäre. Okay. Da muss ich jetzt aber bringen. Okay. Weiß nicht. Dann mal so Name dieser Stadt bitte hier einfügen. Verborgene Stadt der Elfen, Heimdall. Und da ist schon wieder Kratos. Ihr habt es also bisher geschafft. Was? Du weißt also, wie Colette geheilt werden kann? Und wenn ich es wüsste? Warum hilfst du uns? Warum gibst du uns Tipps, wie wir sie retten können? Woher wusstest du, dass Colette Engeltoxikose dieselbe Krankheit ist, die einer der Gefährten des Helden Mythos hatte? Was hoffst du dir zu erreichen, indem du das fragst? Naja. Die Zeit ist knapp. Beeilt euch. Was? Dies ist die Stadt der Elfen. Halbelfen haben keinen Zutritt. Wie bitte? Es ist eine Schutzmaßnahme gegen jene, die unsere Stadt ins Unglück gestürzt haben. Wenn ihr das nicht akzeptiert, dürft auch ihr Menschen nicht eintreten. Wenn wir es akzeptieren, dürfen wir dann eintreten? Leute, wartet hier. Wir überlassen als weitere dir. Na gut. Was? Mythos, den Helden zu erwähnen, ist in dieser Stadt tabu. Wieso? Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Befolgt einfach die Anweisungen. Okay. So. Warte mal, das ist die Stadt der Halbelfen. Wieso dürfen lang? Warum müssen die denn draußen bleiben? Ich verstehe das nicht. Aber habe ich jetzt irgendwas verpeilt? Hey, die Stadt sieht auch von innen ein bisschen so aus wie ein Phantasia. Fällt mir gerade so auf. So, wie wär's mit neue Passungsdienste? Vasier Rapier. Weiß ich nicht. Vasier Rapier, was so? Könnt ihr es wagen? So, Donner-Axt, die ist neu. So viel Geld habe ich leider nicht. Jaska. Jaxa. Ja, von den Stäben weiß ich natürlich jetzt nicht, ob die stärker sind. So. Alles ausrüsten. Parameter. Ja. Das ist schon ein bisschen besser. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mal schon. Habe ich nicht noch eins? Habe ich nur die Sachen gekauft? Okay. Stimmt. Ja, blöd ist jetzt. Zerstörer. Wahrscheinlich Geld verballert. Na gut. Teuer. Das ist alles so teuer. Ich habe so wenig Geld. Warum sind hier kein Gegner aufgetaucht? Ehrlich. Ja, ausgerüstet. Lassen wir erstmal. Und nein. Tu mal Anpassungsdienste machen. Den Zerstörer könnte ich herstellen. Ich habe sogar ausnahmsweise ein paar gute Materialien, die ich dafür verwenden kann. Ja, da haben wir sogar noch welche übrig. Ausnahmsweise Reflekt, eine magische Rüstung. Da kann ich mir sogar zwei herstellen. Sehr gut. Sonnenpanzer. Warum habe ich jetzt so viele Sachen? Sonst habe ich noch nie irgendwas zum Herstellen.
Draupen hier. Zum Glück habe ich meinen ganzen Lapis-Dinger hier nie verkauft. So, du hast hier was. Sehr gut. Wer noch? Du hast Reflekt. Du auch. Und Draupnir, wen gebe ich das? Ich glaube ich nur ein paar. Ach, nur ihr beiden habt welche, okay. Da perfekt, zum Glück habe ich nicht drei hergestellt. So, mehr hatte ich nicht, ne? Ne, für sie hatte ich glaube ich, ja. Ja, das sieht alles gut aus. Ja. Wenn wir uns hier noch irgendwas kaufen, weiß ich nicht. Den Rundgewand, Rundrobe. Ja, ich muss mir noch ein bisschen Geld für Rain und Genesis aufbewahren. Ja, was? Hey, du bist nicht so ein Typ, der sagt, ja, geht hinter den Tresen. So, haben wir da Geld ausgegeben, effektiv. So, kann sein, dass ich schon wieder storytechnisch irgendwas nicht mitbekommen habe, aber ich dachte, hier sind Menschen nicht erlaubt. Oder habe ich da wieder was vollkommen verpeilt? Also warum müssen dann Genesis und Rain draußen warten oder wollen die einfach nicht da rein? Ach komm schon. Da fragt sich jetzt nur, wo das Heilmittel ist. Wo soll ich denn das wissen, Mann? Also Menschen scheinen ja sehr wohl erwünscht zu sein. Nix. Was suche ich dann jetzt nochmal? Ein Gasthaus, glaube ich, ne? Warum läuft überhaupt ein Griegel durch die Gegend? Ach ja, wegen Dingens, ne? Weil ich mit Rain vorher rumgelaufen bin. Aber die ist jetzt nicht mehr da. Für immer. Deswegen muss ich jetzt mit jemand anderem rumlaufen. Jetzt geht die Brücke nach links. Okay, das klingt schon richtig. Nix. So viele Abzweigungen und so Orte, die man erkunden kann, aber irgendwie ist nichts vor was. Na, schau mal, Fremde. Wo? Und such mich, ich bin hier drüben, ja. Ja super, wie soll ich dich denn dann suchen, wenn du mir sagst, wo du bist? Ja, ich bin kein Kunde anscheinend, weil du ja nichts verkaufst. Anscheinend. Ja. Dann gehen wir mal zum Oberältesten. Und holen das. Ich hab schon wieder. Da ist ein Hund! Hund. Schließe ich meine Armee an. Wuff. Der Kleine ist Coco. General Coco. Jetzt wurde es verboten. Das Berühren der Figur mit den Pfoten ist verboten, oder was? Ja, meine Armee, die wächst immer noch. Sie wird nie aufhören zu wachsen. Also müsste ich doch mal alle Hunde auf dieser Welt hier angesprochen haben. Irgendwann taucht bestimmt so ein riesiger Mega-Hund auf. Lass mal machen. Wir, Genesis und Rain sind nicht auch mit geil. Wenn die nächste Mal wieder bei uns sind. Falls sie bei uns sind. Oh, hallo, willkommen. Hier ist noch kein Ort mehr in dem Wald, aber bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das hat sich gereimt. Was zum... Oh, ein Gast. Bitte warten Sie doch einen kleinen Augenblick, während ich die Betten bereite. Okay. Nein. So, ich dachte... Ach so, nach links. Da ging's ja nach links. Erstmal speichern. Geht, glaube ich, noch nach links weiter, ne? Haben wir ja gesagt, links. Ich weiß, ich bin schon wieder sehr... Meine Wahrnehmung ist schon wieder auf 500%.
Aber ich bin am Let's Play, deswegen sinkt meine Wahrnehmungskraft um 40.000%. So, boah, hier gibt es ja noch viel mehr zu erkunden. Origin ist im Torrentwald, dem heiligen Grund der Elfen, versiegelt. Vor langer Zeit schuf Origin ein magisches Schwert, das man als ewiges Schwert kennt, aber... Ja. Bastard, sag mir weiter, was los ist. Okay. Keine Ahnung, warum es auf schwarz geworden ist. Okay, Origins sagt mir auch was. Da wurde auch schon Xillia erwähnt. Xillia 2. Hm, hey, da hinten ist jemand. Ich suche immer noch irgendwie so einen Wunderkoch, ey. Hab ich auch schon lange nicht mehr gefunden, ne? Das heißt, in Harmonie mit weitesten Lebensart der Elfen. Ja, okay. Sag mal, den Designs irgendwie was von Harmonie, die wissen, glaube ich, nichts davon. So, irgendwie ist ja nirgendwo noch was passiert. Ah, da, da. Okay, Elster. Mit meinem Bruder spielen. Komm, wir spielen Verstecken im Wald. Ich werde jetzt mit meinem Bruder spielen. Wer zum Teufel sagt denn so was? Da ist auch noch was. Muss doch bald hinkommen. So viele Ecken und so, wo nix ist. Sehr enttäuschend. So, du siehst wichtig aus. Du hast einen Stab, du willst doch bestimmt kämpfen. Der hat einen Stab, also muss er irgendwann kämpfen. Hm, hey. Ist das ein Bild vom Wunderkoch? Boah, geil. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch ein Rezept mit allen guten Mitteln aus der Milch bei. Das schmeckt wie bei Muttern. Rahmeintopf. Bams. Rahmeintopf. Rahmeintopf. Nehme Milch, Zwiebel und Möhre. Lebt wohl, ich muss gehen. Mein Planet, der braucht mich. Immer und immer und immer wieder. So. Na. Wie war das? Mana-Blattkraut? Ja, wir brauchen es. Das ist eine wichtige Pflanze, die wir Elfen für unsere Magie benötigen. Wir können nicht jede x-beliebige Person sagen, wo sie wächst. Kann man denn da nichts machen? Ohne die Pflanze stirbt eine Freundin von uns. Wie meint ihr das? Eine Freundin von uns ist krank. Sie hat, Engelseffekt. Nein, nein, chronisches Angelus. Chronisches Angelus Crystallus Inofficium. Ja, genau, das eben. Was? Das ist Martell, deshalb hat Kratos also... Was? Was haben Sie gerade Martell gesagt? Und was war mit Kratos? Was wollte der hier? Macht euch keine Sorgen wegen Kratos. Mana-Blattkraut wächst in einem Gebiet südöstlich von ihr, in den Latheon-Schlucht. Sie liegt tief in den Bergen, von Nebelschleiern umgeben, zeigt den Wächtern diesen Stab. Elster, ich habe euch nichts weiter zu sagen, Menschen. Sehr gut. Entweder wollt ihr uns loswerden oder er war sehr zuvorkommend. Eins von beiden. Also müssen wir wahrscheinlich hier durch diesen Wald. Oder hier lang, ne? Ja, nicht mit Genis oder Dings. Wo ist denn das jetzt schon wieder? Ein Tal von einem Tal in dem Kraut zu finden. Entschuldigung, ich bin südöstlicher. Von der Theon-Schlucht. Südöstlich, südöstlich. Auf der Karte, warte mal, das sieht man doch immer direkt. Südöstlich. Okay, wenn ich rausgehe, werde ich ja sehen, ob ich richtig bin. Ich weiß, ich bin wieder etwas verpeilt. Ich kann aber immer noch nicht sehen, ob ich jetzt die Waffen hier für Genis oder Rain brauche. Seid ihr ja wieder? Fresst ihr den Ort? Wir haben noch etwas zu erledigen, okay. Ich werde jetzt sinnlos Geld ausgeben. Und Leute hat sich in Colette verwandelt. Einfach so. So. Kaufen wir mal für Genis 1.
Polarlicht Rundenstab. Gucken wir erstmal lieber. Ich bin geizig. Polarlicht und Rundenstab. Naja, haben die genau diese Waffen und ich habe voll Geld verballert. Jo. Lass mal gucken. Rundenstab haben wir, okay. Dann erstmal Dingens nehmen. Und warten wir hier, jo. Ich bin schon wieder ruhig, warte. Okay, den Dings können wir uns holen. Den Polarlicht. Wie kann man nochmal diese Dinge heißen? Aber da noch was. Ja, auch nichts, ne? Ja, ich glaube nicht. Südöstlich, das ist unten rechts. Da werde ich wohl hinfinden, oder? Ja, dann nimm du mal das. Ja. Jo, abkürzen, sehr schön, finde ich super toll. So, südöstlich. Bitte, ich muss da sofort hinfinden. Hm. Kann ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht mal, wann ich. Hier ist er bestimmt, ne? Okay. Wissen wir schon mal, wo das ist. Ich möchte aber noch mal kurz nach Mizuho gehen. Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich. Vor oder nachdem wir das Ding jetzt geholt haben in Sübag dahin gegangen bin, deswegen gucke ich jetzt noch mal, wenn sie jetzt schon wieder sagt, oh, Schnauze, wir müssen dahin, ist auch gut. China Kuchinawa erklärte, er hätte dich zu einem Duell herausgefordert. Okay, anscheinend schon, mit der Bedingung, das Dorf zu verlassen. Ja, ich weiß. Was ist passiert? Kuchinawa hat Zigas Befehl ausgeführt und als Verbindungsmann zum Forschungsinstitut in Mil-Tokyo fungiert. Warum will er gegen dich kämpfen? Vizeoberhaupt Tiga ist verärgert. Er meint persönlich sei in einem Spiel. Er meint persönliches sei ein Spiel im Spiel. Also, ich werde dem Vizeoberhaupt alle Details schildern. Dann gehe ich auch mit. Als Kuchinawas Bruder habe ich schließlich das Recht dazu. Ja, Leute, du kommst auch mit. Was? Okay. China, was ist passiert? Kuchinawa wünscht gegen mich zu kämpfen, um seine Eltern zu rächen. Also verschwörte er immer noch einen Groll wegen den Tragödien mit Volt. Und du hast angenommen? Meiner Meinung nach hat Kuchinawa recht. Ich bin für den Tod von Orochis und Kuchinawas Eltern verantwortlich. Es gibt keinen Grund, ihm den Wunsch abzuschlagen. Es ist falsch, China. Wenn man diese Logik folgt, müssten sich viele Bewohner rächen wollen. Es war ein Unfall, es ist falsch, diesen Groll in sich zu tragen. Es ist, wie Orochi sagt, ich glaube, dass das Oberhaupt dieses Duell nicht zugelassen hätte. Ich habe Kuchinawa versprochen, dass ich mich ihm stellen würde. Kuchinawa will das Dorf verlassen, unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert. Weißt du warum? Nur Kriminelle verlassen das Dorf. China, was hat Kuchinawa getan? Dann frage ich den Besucher. Lloyd, weißt du etwas? Okay, China scheint nichts sagen zu wollen, also tue ich einfach auch mal so. Ich weiß nichts darüber. Falls notwendig, wird China Näheres erklären. Es ist nicht an mir, jetzt und hier zu sprechen. Lloyd, danke. Okay, das war gut. Wie du wünschst, Lloyd. Ich werde dem nicht weiter nachgehen. Dann begib dich zur Insel der Entscheidung. Orochi bereitet das Boot vor. Ja, überhaupt. Und wer soll der Beobachter sein? Ich würde gern Lloyd bitten. Mich? Was ist die Aufgabe des Beobachters? Also gut, Lloyd, begib dich bitte mit ihnen zur Insel der Entscheidungen. Wenn ihr bereit seid, lasst es Orochi wissen. Hey, sag mir doch jetzt endlich, was ein Beobachter macht. Okay. Und Orochi ist. Okay, bin ich froh, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Oh. Erstmal macht den Dingen am Ende, als sie sich mit herumzuschleppen, bla bla bla. Okay, läuft jetzt alle hier durch die Gegend. China, gib nicht auf.
Na gut, dann. Seid ihr bereit? Noch nicht. Okay, ich möchte dann gerne erstmal speichern und den Part beenden, wahrscheinlich. Falls irgendwo ein Gasthaus ist. Hier war doch ein Gasthaus, oder? Es ist immer irgendwo ein Gasthaus. Fällt gerade ein. Mir fällt gerade auf, meine ich natürlich. Was für ein winziges, kleines Dörfchen das hier ist. Hier sind nur zwei Häuser. Was? China. Ja, ich glaube nicht, dass es so einfach wird. So, ich würde sagen, dann beende ich einfach hier den Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.